Willkommen zurück bei Final Fantasy 14 Online. Und wir, letztes Mal schon angekündigt, fliegen wir heute noch Gridania und Miss Bowser. Aber jetzt geht's los. Wieder die Wiedersequenz. Wir könnten sie überspringen, aber nein. Es gehört zum Spiel, also schauen wir es uns an. Da flog er davon. Gridania, Neu-Gridania. Oh, episch bewegt er sich die Treppe herunter. In die neue Stadt. Gut, wir haben einen Ruhebereich, das ist immer sehr fein. Ja, mal wieder viel Ladebildschirm. Weißt du. Da müssen wir entlang. Sprinten wir mal rauf da. Tschu. Ah, mit dem muss ich reden, damit ich da überhaupt reinkomme, oder? Ja, da bin ich. Und die Startserien wartet schon auf uns. Ehrenwache der Bruderschaft. Was will der von uns? Ja, das haben wir jetzt schon öfter gehört. Wasserrosentisch, da müssen wir hin. Braucht man nicht erklären, weiß ich. Gut, das ist auch fein, da kommt man gleich vom Landeplatz in ein Restaurant. Minuend ist die. Minuend, ich sag immer Minuend. Ist die Chefin da? Der kennt das Ganze. Zur Erklärung, da geht es aus Gridania aus. Und da oben haben wir schon Haupt die Dritten. Kenne ich mich sehr gut aus in Gridania, weil das ist von meinem anderen Charakter der absolute Heimatpunkt. Für vielleicht ein paar erfahrene Spieler. Bei ihr kriegt man dann die Gisa-Blätter, damit man die Chocobos rufen kann. Da rein ist die Zimmerei. Da ist eine staatliche Gesellschaft von der Morgenviper. Ich weiß, wir müssen nach Alcritania. Ich schau gerade. Uiui. Ja, Loki kennt sich so gut aus, dass er da gleich einen Dritten vergessen hat. Und zwar hinten bei der Waldläufer-Gilde. Man sieht schon, da ist wieder sehr viel los. Und zwar geht's da nach rechts. Wir erinnern uns eh, glaube ich, weil wo ich das Let's Play angefangen habe, da haben wir ja mit dem Waldläufer angefangen. Mhm. Und da haben wir das sehen wir uns schon wieder. Ja, aber sehr schön. Und weiter geht's nach Alcritania. Da kommen wir jetzt gleich im Markt rein. Gridania. Alt-Gridania. Und da haben wir schon das Markthaus. Mit den ganzen Händlern. Gehilfen werden wir uns auch noch Korn holen können. Das warst glaube ich du da, oder? Zwei Fliegen mit einer Klappe. Bosmer könnte Hilfe bei der Beschaffung einiger Gegenstände für das Klageregiment brauchen. Ablehnen. Ja, Gehilfe war nicht schlecht. Gehilfen erleichtern für beschäftigte Arbeiter das Leben beträchtlich weiter. Aber so einem jungen Spund wie dir kann ich noch keine Gehilfen vermitteln. Was? Jungspund, klappende, ist ja ein Witz. Ah, sowas frechs. Ja,
ärgere mich gerade. Hochroten Kopf, sitze auf der Couch und ärgere mich einfach. Natürlich nicht. Da, das war die Gerbergilde. Das ist unser zukünftiger Marktplatz. Eterit. Da kommt damals Mikos Amphitheater raus, das glaube ich. Werden wir gleich sehen, beim Eteriten. Da war auch Boschbotte gewesen, da hinten. Miketos heißt das, okay. Mikos ist für mich viel schöner, das sage ich so. Muss ich nochmal gucken. Passt, weg damit. Schauen wir mal zurück zur Gärtnergilde. Da muss ich da entlang. Und dann zur Druidengilde runter und dann haben wir, sollten wir alle Eteriten wieder haben. Dann haben wir uns im weiteren Spielverlauf schon um einiges erleichtert. Also wenn mir jetzt eine Formel einfällt, heute machen wir Gärtner. Und wir haben da aber noch Quest offen. Dann können wir uns gleich daher teleportieren und mit dem anfangen. Harmonisier die mal. Zurück teleportieren zum Amphitheater wird nicht viel bringen, deswegen laufen wir nochmal zurück. Und dort rein, na da unten, nein, das ist eine Aufgabe. Irgendwo da kann man natürlich die Karriere eines Gärtners beginnen. Und da unten ist die Druidengilde. Und dann werden wir zum Wasserrosentisch durchgelassen, nachdem wir mit dem da geredet haben. Da werden wir auch noch ein paar Mal herkommen im Verlauf des Spiels. Schaut gar nicht schlecht aus. Ja, die anderen empfangen mich alle und du weißt es nicht, dass ich der Gesandte bin. Also, ein bisschen mehr Kommunikation untereinander bitte. Sei gegrüßt, Gesandter aus Uldar. Als Abenteurer hast du es offensichtlich weit gebracht. Tritt näher. Willkommen in Gridania. Mein Name ist Khan-e-Senna. Ich führe die Bruderschaft der Morgenviper, die staatliche Gesellschaft Gridanias. Welche Botschaft bringst du von Phönix-General Rauban? Und da ist es wieder nicht mehr synchronisiert. Ja, die Gedenkfeier wissen wir ja, dass sie das machen. Okay, wir wissen Bescheid. Alamigo.
Ja, das sind die wilden Stämme, die was die Prima beschwören. Und oh, wir werden noch sehr viel mit dir zu tun haben. So möge es sein. Gut, haben wir das auch erledigt. Oh, was kriegen wir da? Eine Aufziehluftschifffeife. Zwischen den drei Stadtstaaten verkehren für eine bestimmte Gebühr kannst du vom Luftschifflandeplatz der jeweiligen Stadt aus an Bord gehen. Ja, oder weil wir so brav harmonisiert haben. Die Wüste ruft, Errungenschaft freigespielt. Können wir uns einfach teleportieren. Und wir haben ein kleines Luftschiff reingebunden. Warum ist das so klein? Ja, so mag ich das haben. Wer nicht weiß, wie das geht, blende jetzt ein Infokarten ein zum Tutorial. Passt, dann schauen wir uns den einmal an. Begleitverzeichnis, Luftschiff. Und da ist es. Ist doch süß. Ja, wenn wir gehen, läuft uns hinterher. Offizier der Bruderschaft. Grüß Gott. Ja, war zufriedenstellend, das passt schon. Ja, haben wir. Ja, da sind wir vorbeigelaufen bei dem guten Herrn. In seiner Schenke. Okay, dann müssen wir jetzt mit dem reden. Das war in Limsa, oder Minsa. Jetzt kann man natürlich den ganzen. Ich hab der sticht natürlich durch einen Rauswurf. Ich mache wieder ganze Session. Ist nicht die gleiche so. Jetzt kann man natürlich den ganzen Weg wieder zurücklaufen zum Luftschiff. Aber mir. Was haben wir denn da? Ah! Blödsinn. Wir haben nur den Städte harmonisiert. Und wir können jetzt den unteren Decks teleporten. Denn der sucht einen fähigen Abenteurer und für einen solchen halten wir uns. Und wir hoffen, dass wir den guten Mann da nicht enttäuschen werden. Da sind wir, glaube ich, schon falsch. Weil mit dem Aufzugwächter werden wir dann wieder abdüsen. Ah, jetzt ist da der Ock, okay. Was sagst du? Ist jetzt die Neugier. Level 1. Das machen wir jetzt. Aber ganz sicher nicht. Wo ist mein Freund da? Aufzugswächter. Er trinkt ihn so, gell? Ja. Fahren wir jetzt mal rein und schauen wir, was der gute Herr von uns will. Ich glaube, dass uns die Hauptstory, soweit mich meine grauen Zellen nicht im Stich lassen, ein bisschen in Limsa Lominsa in Landeskrea umführen werden. Da ist der Baderun. Sonst ist da nichts, denn ich weiß da was. Aber das ist wohl noch nicht so weit.
So, was will er denn? So, den kriegen wir mal die Erfahrung und jetzt will ich wissen, was es geht. Das passt. Aha. Von der Sastascha-Höhle gehört. Ja, liegt dann okay, ja. Sehr schön. Natürlich. Okay. Dann will er Informationen über die Höhle haben. Und wer bist du? Kommandant Rainer. Jetzt Rainer, was ist denn los? Okay, der will uns vorbereiten. Sehr nett von ihm. Die Sahagin seien der wilde Stamm von Linus Krea, damit man das gerade, wenn jemand den mitliest, dass der gleich weiß, um was es geht. Ja, freilich, kann man schon auf die Höhle da. Das heißt jetzt für uns, dass wir unsere erste Dungeon mit dem Charakter absolvieren können. Da werden wir auch gleich hinlaufen. Was sagst du? Die ist sehr, sehr wichtig, die Quest. Also, zu merken, wenn man bei der Hauptquest beim Baderun war, dann sollte man gleich zur Itolvan muss man dann gehen und die Quest, die vergessene Agenda annehmen, das geht ab Level 15. Und warum die so wichtig ist, das, meine lieben Freunde, das sage ich in der nächsten Folge. Ah, Lucky, du kleiner Cliffhanger, du. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal beim Final Fantasy 14 Online.